Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 10. September 2013. Mein Name ist Norbert Gieso. So, Vorsicht, heute gibt es was zu lernen. Astrologie bildet ja die wahren Geschehnisse am Sternenhimmel in unserem Sonnensystem ab, allerdings aus der Sichtweise der Erde, die sich mitbewegt. Von der Erde aus gesehen befinden sich noch zwei Planeten zwischen ihr und der Sonne. Das sind die Venus und der Merkur. So gesehen können sich Venus und Merkur nie weit von der Sonne entfernen. Sie bleiben immer in einem gewissen Gradbereich der Sonne. Und die Sonne bewegt sich ja aus Sicht der Erde pro Jahr einmal durch den Tierkreis und immer circa 30 Tage in einem Tierkreiszeichen. Merkur und Venus sind immer dicht dabei. Das heißt, diese drei bewegen sich innerhalb eines Jahres durch den Tierkreis, wobei Merkur und Venus oftmals der Sonne vorauslaufen, rückläufig werden, wieder zurücklaufen etc. Nun kommt es zu einer interessanten Konstellation, denn die Sonne befindet sich noch klar im Zeichen Jungfrau, mittig Jungfrau im 18. Grad. Merkur ist gestern in die Waage gelaufen, der Sonne vorweg, also im benachbarten Zeichen Waage. Und Venus wird morgen am Mittwoch, morgen gegen 8.16 Uhr, in den Skorpion wechseln. Das heißt, wir haben morgen dann das Bild, dass Sonne, Merkur und Venus in den drei benachbarten Zeichen stehen. Das ist ganz interessant. Ohnehin hat ja der Wechsel von Planeten immer eine gewisse Wechselenergie. Der Planet weiß dann nicht genau, ist er noch im alten oder im neuen Zeichen. Venus macht sich hier allmählich bereit, die letzten Grad durch die Waage zu durchlaufen, in den Skorpion zu treten. Ist die Venus, die für Liebe und Beziehung steht, in der Waage eher diplomatisch, freundlich, auf Schönheit und Ästhetik getrimmt, so ist es im Skorpion sehr viel leidenschaftlicher, intensiver und emotionaler. Wir können uns also darauf einrichten, dass Liebesangelegenheiten, Beziehung etc. durch die Venus im Skorpion tiefgründiger, leidenschaftlicher und emotionaler werden. Das wirft natürlich auch ein Schlaglicht auf. Die Venus steht ja auch für Harmonie und Verbindlichkeit, für die Gespräche und den Austausch unter den Nationen, der dann mit der Venus im Skorpion tiefgründiger wird und weniger auf Diplomatie setzt. So will ich mich mal diplomatisch ausdrücken. Über die Venus im Skorpion gilt es dann in den nächsten Tagen in den Tageshoroskopen immer wieder auch zu sprechen. Merkur in der Waage wiederum löst die Venus ab. Das heißt, hier ist tatsächlich dann wiederum die Möglichkeit gegeben, dass Gespräche geführt werden, die beide Seiten berücksichtigen. Ohnehin sollten wir mit Merkur in der Waage wirklich uns bemühen, auch die andere Seite der Dinge zu sehen. Der Mond aktuell heute noch mittig im Skorpion. Der Mond wird auch morgen, am Mittwochmorgen, in den Schützen wechseln. Dann ab Mittwochmorgen sehr viel mehr Energie und Power und Bewegung. Jetzt Mond im Skorpion kann immer eine gewisse, die Vorstellung oder die Idee eines Stillstandes mit sich bringen. Aber hier steckt auch ein großes Potenzial drin, denn der Skorpion ist das Zeichen der Transformation, der Umwandlung. Wenn es also in uns Schwierigkeiten gibt, negative Emotionen, haben wir heute die gute Möglichkeit, diese zu erkennen. Und nur wenn wir sie erkennen, können wir sie auch umwandeln. Um sie aber zu erkennen, müssen wir halt in diese Tiefe hinabsteigen. Und in diese Tiefe kann man nicht immer hinabsteigen, weil nicht immer die Energie dafür vorhanden ist. Diese Energie ist aber heute da, etwas tiefer
zu gehen, um halt dort zu schauen, was Sache ist. Gut, das soll für den heutigen Morgen genügen. Ich wünsche uns allen einen schönen und interessanten Dienstag und verbleibe dann bis morgen und sage Tschüss.